Wir befinden uns hier in der Krypta des Hohen Domes und sehen unter dem Altar den kleinen schwarzen Ebenholzschrein, in dem sich die Gebeine des heiligen Liborius befinden. Diesen Schrein setzen wir anlässlich des Libori-Festes im Juli eines jeden Jahres in einen großen Goldschrein. Und dann findet dieser Goldschrein auch im Hochchor oberhalb der Kathedra im Hohen Dom seinen Platz für 3 Tage. Dort verehren wir dann die Gebeine in besonderer Weise und wir tragen ihn auch durch die Straßen unserer Stadt. Denn der heilige Liborius ist nicht nur der Patron des Hohen Domes und des Erzbistums, sondern er ist auch der Patron der Stadt Paderborn. Und so tragen wir ihn eben auch durch die Straßen unserer Stadt, dort, wo die Menschen leben, und erbitten seine Fürbitte bei Gott Vater im Himmel für die Menschen, die hier leben und arbeiten.